herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer weiteren Folge Space Engineers. Ja, wie hättet ihr es erwartet? Es ist natürlich unser Frankie Boy wieder dabei. Schönen guten Tag. Ja, im Hintergrund ist leider nur unser Nexus, denn er konnte leider nicht ins Spiel. Irgendwie hapert's mit der Welt und seinem PC, die mögen sich nicht so sehr. Servus. Ja, du bist gerade wieder da oben durch die Decke gegangen. Achso, ich hoffe, jetzt stehe ich wieder hier unten. Ja, und wir müssen uns leider entschuldigen. Wir hatten uns ja so schön über unsere tollen, neuen, klasse Anzüge gefreut und haben festgestellt, der Server unterstützt die nicht so richtig zurzeit. Und die tollen, automatisch öffnenden Türen, damit hat der Server hier irgendwie auch ein tierisches Problem. Ja, das ist wieder Handarbeit angesagt, ne? Ja. Naja, mal gucken, um was das wieder liegt. Aber eine schöne Sache haben wir. Ich kann mich jetzt wieder schneller bewegen. Wir haben rausgefunden, woran es liegt. Hoffen wir zumindest, dass es das war. Ja, und mir ist aber aufgefallen, dass wir keine interne Panzerung mehr haben. Darum habe ich hier auch gleich mal vorhin, wo ich gesagt habe, hier keinen Zugriff, nochmal ein paar in Auftrag gegeben. Haben wir denn hier noch was drin? Nee, da oben ist nichts drin. Da müsste man jetzt mal hier zum Assembler runter. Ja, aber nee, im anderen Schiff ist leider auch nichts drin. Gut. Nee. Dann halt runter zum Assembler. Welchen hast du genommen? Ich glaube, unten rechts. Ich glaube, unten rechts habe ich zweimal. Dann nimmst du halt den unten rechts, wo was drin ist. Da ist noch ein bisschen mehr als nur irgendwas drin. Ja, da müssten 1000 Stück oder sowas drin sein. Ich habe 200 Stück in der Tasche. Aber zum Blenden reicht's erstmal. Ja, also ihr dürft euch auch zurzeit nicht wundern. Wir sind jetzt auf dem Server von unserem lieben Frankie. Ja. Aber so richtig arbeitet das Ding noch nicht so ganz mit Space Engineers. Nö, irgendwie nicht so wirklich. Aber es lässt sich geschmeidig arbeiten. Bis ich dann mal noch die ganzen Fehler gefunden habe, die hier so. Allein das mit den Türen, also weil komischerweise die Sensoren Licht an und sowas, das können die alles. Nur halt irgendwie bei der Tür wollen die nicht. Ne, irgendwie. Ich habe keinen Blassen, woran das liegt. Du magst nicht mal kurz das Schiff aus dem Weg nehmen, was du hier so ungünstig geparkt hast? Gerade beim Testen? Ich hätte jetzt mal gesagt, steck doch einfach ein, aber ich glaube, da fehlt ja was. Ja, Cockpit. Ding. So. So, da, zack. Mal was davon einpacken. Ja, man sieht aber auch, dass ich bei dir auf dem Server bin, ne? Das ist ein leichtes Delay, oder was? Nein. Ich habe nicht meine üblichen Sachen, Werkzeuge in der Tasche. Das hast du ja, wenn du als Gast joinst oder so, hast du das ja nicht. Also, das stimmt natürlich, ja. Ich muss aber ehrlich sagen, so dieses Gitter hier oben hat aber auch seinen Reiz. Wenn du hier von unten nach oben guckst. Oh. Ach. Das kann man sagen, ne? Irgendwo. Wieder kein Werkzeug. Da. Ja, das ist, weil wir jetzt hier wirklich beide Gast sind, ne? Also. Wir leiden gerade unter demselben Phänomen. Mhm. Aber und wir brauchen 74 interne Panzerungen pro Block. Alter, das ist schön. Der Arsch am Grund, heißt du das eigentlich. Nächstes, was hältst du eigentlich vom neuen Update? Da sind wir ja noch gar nicht drauf eingegangen. Ach ja. Ja, also, ich finde, man braucht es nicht unbedingt, dass man jetzt. Was ich gut finde, ist das mit dem Blueprint und dem Schiff. Ja. Dass man jetzt von jedem Schiff sich so ein Blueprint anfertigen kann und das dann so auf Seite legt. Halt leider nur im Creative-Modus, was ich halt ein bisschen schade finde. Es wäre halt echt geil, wenn du so einen Bauplan runterladen könntest und dann im Survival das dann einfach nachbaust. Irgendwie, ja, keine das wäre geil. Das wäre richtig schön. Du kannst dann halt wirklich mal richtig schöne große Schiffe bauen von irgendwelchen Leuten, die halt wirklich designtechnisch Ahnung haben. Und nicht solche, ich sag mal, abgeschrägten Kästen bauen wie ich. Aha. Das fände ich schon richtig geil. Aber so kann man sich jetzt halt wirklich aus dem Workshop den Blueprint runterladen und im Spiel dann einfach sagen, hier, zack.
F10 drücken, einfügen, fertig ist. Aber halt nur im Creative. Ja, im Survival ist es ja gar nicht anders möglich. Ja, ich meine nur, wenn es im Survival dann wirklich so eine Art schönes Blueprint gibt, dass du dann halt wirklich nur die Zutaten rein addest und dann das alles nach und nach anschweißen darfst, das wäre schon geil. Ja, geil wäre das ja auch, wenn das wie so ein Art Holo-Bild in der Gegend rumfliegt, weißt du, und du praktisch da ja, von dem Grundblock aus das Ding nachbauen kannst. Dass du dann wirklich jeden Block halt einzeln dann die Sachen reinschweißt und dann baust. Ja. Quasi wie so ein Bausatz, man kriegt die Karosserie und stopft alles rein. Genau. Das wäre geil. Aber vielleicht kommt das ja mit den nächsten Patches. Das kannst du haben, ja. Aber was ich geiler fände, wäre, wenn ich endlich mal die Schatten ausstellen kann. Ja, also Grafikoptionen, das wäre allerdings auch mal so eine Sache. Wenn sie die mal adden würden, das so. Oh ja. Würde ich auch begrüßen. Ich habe zwar jetzt hier nicht den schlechtesten Rechner und hier läuft es noch relativ, läuft eigentlich vollkommen flüssig. Aber auf der Welt, die ich halt sonst auf dem Server gelaufen habe, da ja, habe ich es dann etwas übertrieben. Weil so eine Raumstation mit 61.000 Blöcken, boah, und davon eine Menge Glas. Fehlten hier jetzt Herstellungskomponenten und interne Panzerung. Ich hole mal interne Panzerung. Deswegen meinte ich, dass wir das jetzt nicht so gebrauchen können, weil wir spielen ja Survival. Ja, für uns ist das eigentlich unnötig. Es ist ja natürlich schön, um dir eine Bibliothek anzulegen, ne, von deinem Schiffen. Ich habe jetzt aber auch im Survival jetzt hier meinen Server mal kurz, mal kurz auf Creative gestellt, um da mal alle Schiffe zu sichern. Nur für den Fall, dass da mal was schief geht. Ich das dann mal irgendwie die Map abstürzt und alles ist flöten. Ja, das mache ich auch noch. Ich mache mir eine schöne kleine Bibliothek von meinen Schiffen. Da können wir sie auch schön alle immer separat nochmal in den Workshop hochladen für unsere Fans, weißt du? Dass sie dann immer schön die aktuelle Version von dem Schiff haben. Ja, das kann man jetzt dann sogar hier aus dem. Na gut, jetzt hier nicht. Im Survival. Obwohl, müsste ich jetzt gerade noch vorne gucken. So hier, Shift B. Nee, schade, geht nicht. Hätte ja wenigstens durchaus sein können, dass du dann das Schiff hier wenigstens hochladen kannst. Ja. Dass du zwar keine einfügen kannst, aber hier jederzeit hochladen, aber das geht leider nicht. Muss man es halt erst einfügen und dann hochladen, ne? Nee, du brauchst halt wirklich den Creative-Modus, um das hochladen zu können. Ja. Das finde ich halt etwas schade, aber ich muss ehrlich sagen, Creative habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Finde ich auch nicht. Ja, man kann doch nach wie vor auf Creative umstellen, oder? Ja, das kann man schon, aber ich weiß nicht, Creative macht mir irgendwie nicht so den Spaß, wenn einfach nur Blöcke setzt und dann. Ich sag genauso bei Minecraft, da fand ich es damals auch scheiße, diesen. Ist der auch Creative? Ja. Ja, weil da. Modus Creative Modus. Da hat mir das Spiel auch keinen Spaß gemacht, weil dann hast du einfach alles gehabt und konntest alles setzen und ja, da fehlt ja, irgendwie total da. Unheimlich langweilig. Ja. Ich find's halt viel geiler, wenn dann halt hier wirklich werkelst und dann Teile suchst und dann so, ich brauche noch das und das und dann. Keine Ahnung, finde ich irgendwie viel ansprechender. Ja. Ja, nicht nur das, du siehst auch, wie das entsteht und alles, ne? Mhm. Ja, finde ich auch. Ich meinte jetzt nur, weil wir ja auch oft schon auf Creative umgestellt haben, nur um kurz was einzufügen. Zum Beispiel die Spielerschiffe da. Ja. Ja, gut, stimmt. Ach ja, genau, hatte ich ja auch. Oh, hier immer noch eine neuere Version von meinem Transportschiff, was da hinten so schön halb zerflattert rumfliegt. Mal mitzubringen. Das können wir auch mal ganz zerflattern irgendwie eigentlich mal bald. Ja, theoretisch müsste man es, weil dann kommt ja dann das nächste Band irgendwann mal. Mein Waffeleisen hat Hunger. Ja, ein Waffeleisen, das verschluckt sich da etwas dran. Das glaube ich da aber auch. Das glaube ich definitiv auch. Ich glaube, da kriegt das Waffeleisen einen Frosch im Hals. Oh ja. Schön, dass man weiß, dass es Freitag ist und man nichts mehr tun muss. Mhm. Ist halt nur blöd, wenn man weiß, dass der Freitag, der schöne freie Tag, eigentlich schon fast wieder vorbei ist. Oh ja. Das ist immer so, hast zwar einen Tag mehr frei, aber irgendwie letzten Endes viel mehr bringe ich da auch nicht zustande. So, ich muss mal ganz, ganz dringend auf Klo. Ganz, ganz dringend. Ich dachte jetzt kurz. Ich dachte auch einen Moment. Ja, aber gut. Ah.
Der gute Astronaut muss irgendwann auch mal auf Klo. Das haben wir jetzt ja endlich. Jetzt müssen wir uns nicht mehr in die Anzüge machen. Differenzieren. Ja, da ist doch eine automatische Toilette drin. Ja, jetzt müssen wir uns trotzdem nicht mehr in die Anzüge machen. Ja, und das Schöne ist, du wirst dann auch klein mit Strom versorgt. Ich will gar nicht erst wissen, wie das dann funktioniert, aber... Da ist eine Steckdose dran. An deinem Arm. Ja. Da ist eine Öffnung, die miteinander verbunden wird. Und in dieser Verbindung ist eine kleine Steckdose drin. Und das klingt überhaupt nicht pervers. Ja, willst du es wirklich genau wissen? Nein, darum habe ich gesagt, ich will das gar nicht wissen. Also. Weißt du, dass wir eigentlich so relativ out of Material sind? So langsam? Ich würde mal sagen, wir müssten vielleicht mal unten in den, ins große Schiff in der, im Loch gucken. Oh ja, das könnten wir eigentlich wirklich mal abbauen, alles an, ne? Alles, was hier so rumklickelt, wieder mal. Ja, das könnten wir allgemein auch machen, mal hier die ganzen Schiffswracks da hinten noch auseinandernehmen und... Boah. Ja, machen wir mal eine ganze Folge lang. Einfach wieder... verschrotten. Das wäre jetzt der optimale Einsatz für die Presse. Oh ja. Aber warum funktioniert sie nicht? Weil Krox dann zu doof ist, hier anzutanzen und seine Scheiße fertig zu machen. Ja. Und jetzt widersprich nicht. Ich habe jetzt Argumente gesucht, die mir jetzt leider nicht eingefallen sind. So. Metallgerüste brauchen wir auf jeden Fall noch. Müssten noch welche da sein oben bei dir im Schiff. Entweder in dem einen oder in dem anderen. Also in dem einen schon mal nicht. Ich gucke jetzt mal am anderen. Ah ja. Aber was man eigentlich auch nochmal hier irgendwann an die Station anbauen könnte, wäre halt so ein geiles Command Center. Wo man dann halt so ein paar Pulte hinstellt und dann überall in der Station jetzt Kameras verteilt. Und du könntest ja dann immer mal ab und zu mal da oben stehen und dann einfach die Kameras anwählen und dann siehst du halt, wie hier irgendwer irgendwo werkelt. Das wäre eigentlich auch eine coole Sache. Ja, kommt bestimmt auch noch. So, also eine richtige Brücke ist ja eigentlich auch in Planung. Eigentlich war mein Büro ja die Brücke von dieser Basis. Tja. Da ist noch genügend Platz drin, sag ich mal. Obwohl, wäre jetzt halt schon schön, wenn es ein eigenes Ding ist. Am besten hier irgendwo in der Nähe von dem Gang. Oder mit Treppenanschluss. Oh, ist das hell hier unten. Oh, Alter, raus aus dem Duschbereich, Alter. Da ist ja gleich die Hocke. Hast du das wenigstens vorher probiert? Nicht, dass du jetzt da ewig suchst, bis du die Lampen findest? Ach, wieso? Kann schön kann auch schön weiß bleiben. Das ist ein Badezimmer. Ne? Ja, aber ich wollte nicht abblinden und mit Sonnenbrille duschen gehen. Das ist doch ganz einfach zu finden. Nimm so einfach die letzten drei Lichter von diesen komischen Gestängeln. Dann weißt du schon ganz genau, was los ist. Na, dann kannst du auch gleich mal gruppieren, so Sachen. Dusche, Licht und dann... Nö, nicht so wirklich Lust. Ich kümmere mich jetzt darum, dass die Flure und so alle mal beleuchtet werden. Interne Panzerung. Was das Interessanteste daran ist, wir müssten eigentlich wirklich erstmal die ganzen grauen Blöcke, die wir hier an die Wand gesetzt haben, eigentlich auch alle erstmal weiß machen, ne? Naja, das ist jetzt... Ach ja, genau. Das kam ja jetzt auch mit dem Update. Das wurde jetzt endlich mal gefixt, dass diese scheiß Farbpalette sich nicht ständig zurücksetzt. Angeblich. Ob es denn wirklich so ist, kann ich noch nicht sagen, aber... Ich habe es gerade gehabt. Also meine Farbpalette ist definitiv auf weiß gestellt. Ich habe noch nicht in dieser Aufnahme was geändert und auch vor der Aufnahme nichts gemacht. Weil, wie du weißt, bin ich ja erst direkt vor der Aufnahme reingejoint. Weil meine hat jetzt hier auch dreimal weiß drin, wobei ich nicht weiß, welches jetzt das Richtige ist. Warte mal, ich habe jetzt das unten neben dem Grau. Also auf der rechten Seite unten neben dem Grau. Naja. Das ist nur die Frage. Genau, fährt mal bitte die Wand ein. Vorsichtig beim Boden so ein bisschen, ne?
gerade, weil hier unten ist ja das Spiel und der ist so ein bisschen, naja, eingefärbt von drin und da kommst du so schlecht wieder rein. So. Hübsch ist. Ja, ach siehst du, ich wollte mal kurz abblinden. Mal die Netzhaut frei brennen lassen. Ja. Geht auch. Ja, ich finde auch noch, es ist noch im erträglichen Bereich. Hab's mir jetzt finster vorgestellt. Aber auch ein Scheißhaus an sich ist ein bisschen duster. Ja, da kannst du nur leider keine Lampe rein platzieren. Dafür sind die Decken zu. Hm, ja, müsste halt echt mal so eine Seitenwand geben mit Licht. Oder so ein Block. So ein Deckenblock mit integriertem Licht. Das wäre auch mal was Schönes. Ja, Hangar können wir auch noch irgendwann mal ausbauen. Sag mal, hattest du das Licht alles wieder rausgebaut aus den Fluren? Hier vorne hatte ich es wieder weggemacht. Ja, stimmt. Weil ich versucht habe, meins zu gruppieren und das ging irgendwie überhaupt nicht klar. Dann mache ich jetzt hier nicht rein. Ich schwebe ja auch nur falsch rum an der Decke. Macht nix. Das passiert dem Besten auch mal. So, jetzt brauche ich immer Stahlplatten. Ja, aber du musst das immer so sehen. Der oben und unten definiert sich nur durch eine Sache. Durch den Fixpunkt. Mein Fixpunkt ist eigentlich der Fußboden. Also schwebe ich tatsächlich einfach an der Decke rum. Aber naja, ist ja nur relativ. Hauptsache Frankie hat auf die Uhr geachtet. Die Stille bedeutet nein. Nein. Weil es ja doch diese kleine Verzögerung kam. Ich war mit dem Finger schon über dem Start, aber dann... Ja, Ja, dann sagen wir mal, Pi mal Daumen, wir sind ungefähr bei der, sagen wir mal... 8 Minuten ungefähr. Und war halt schon die 14. oder so. Warte mal. Nee, kann man nicht, verdammt. Kannst du nicht zugucken, raufgucken, wann ich auf deinen Server gekommen bin? Nee. Da gibt's jetzt keine Protokolle. Ach, ist ja auch eigentlich egal. Dann wird's halt mal ein kleines bisschen länger. Und Frankie, du musst für mich das Speichern übernehmen. Das macht ja eh der Server, der läuft ja weiter. Ach, stimmt. Ja. Dem ist das im Normalfall egal. Oh ja. Ich meine, Autospeichern habe ich jetzt hier sicherheitshalber mal ausgemacht. Das wäre ganz gut so. Ich muss mal gucken, ob die Decke hell genug ist gleich, sonst muss ich hier gleich noch was abändern. Ach ja. Ja, wie ihr gesehen habt, hatten wir gleich gerade mal wieder eine Unterbrechung. Das ist hoffentlich nicht ganz so grausam für euch. Ich musste leider feststellen, dass der Frankie dann das Sofa umgefärbt hat. Ich hab's etwas farblich angepasst. Sagen wir mal, in interessant eingefärbt hat. Naja, keine Ahnung. Boah. Na, sieht eigentlich gar nicht mal so schlimm aus, muss man ehrlich sagen. So ein paar Farbakzente. Ja, mein Anzug ist in der Zeit ausgeblichen. Der ist irgendwie kräutig. Ja, gut. Dann schaust du nochmal einen Eimer Farbe drauf, dann passt das wieder. So. Aber hier hast du falsche Lampe gebaut. Was? Wo habe ich falsche Lampe gebaut? Da, hier kommt ein T-Stück hin. Nein. Ach ja, stimmt. Ja. Ja, die Materialien sind ja jetzt leider flöten gegangen, ne? Da wir jetzt auf dem Server sind. Meine Herstellungskomponente alle weg. Na gut, solange es noch Herstellungskomponente ist. Ja, dann setzt du mal die Linie. Ach so. Moment. Make the line. Ja, das... Ja, Nexus ist jetzt übrigens zuständig, auf unsere Zeit zu gucken. Wir haben uns mit 8 Minuten doch echt hart verschätzt. Ja. Aber echt du hart verschätzt. Du bist, ja, in der Line. Oh. Aha, genau, in der Line. Kreuzline oder was? Wir ziehen hier eine weiße Line und nein, wir meinen nicht das, was andere Menschen so denken. Ja. Ja. Wir schnupfen Nexus. Nein. Das ist einfach ganz schlimm schlupfen, du. Ich stehe gerade auf Coxen, okay. Nicht auf Coxen, auf Frankie. Ja, du hast mich gerade blockiert.
So, hier den Fußboden müssten wir auch nochmal zu Ende machen. Was fehlt denn da? Interne und interne. Oh komm, die Gänge sind doch schön hell, ne? Auf jeden Fall. Ja, aber ich überlege gerade, wäre es vielleicht sinnvoll hier. Ah ne, hier kommen ja noch Schilder drüber. Nee. Aber was mir jetzt ein kleines bisschen Gedenke macht. Ich muss ja den Block da hinten auch noch färben, ne? Da. Das heißt, ich muss ja den Block hier nochmal kurz rausnehmen, ne? Um den Block zu färben. Ja. Ja, willst du das unten rumziehen, oder? Ja, ich überlege gerade, welche Farbe wir hier oben machen könnten. Was würdest du vorschlagen? Naja, schwarz jetzt nicht unbedingt. Wir nehmen ein dezentes Gelb. Ja, willst du nicht vielleicht ein dezentes hier? Ja, weißt du nicht, Farblehre, da bin ich echt nur, also. Da kriegst du bei meinen Schiffen auch immer einen Krampf, wenn ich manchmal andere sehe, die da hier irgendwie allein nee, dann leicht. Dann machen wir einen Kompromiss, wir machen grün. Na, willst du es jetzt hier komplett rumziehen, oder? Ja, einmal die untere Ebene von unseren Stocke. Auch da hinterm Sofa? Möglichst eigentlich auch das Gitter, aber nee, hinterm Sofa bleibt weiß. Nur bis zum Gitter. Und dann halt immer die untere der untere Teil der Wand. Hast du das Standardgrün genommen? Ich habe das Grün genommen, was gerade unten in meiner Leiste war. Ob das Standard ist, weiß ich nicht mehr. Ja. Ist Standard. Es geht ja nur darum, dass wir ein paar Farbakzente in der Basis haben. Okay. Da hätten wir jetzt eigentlich mal Sati gebrauchen können, unseren Malermeister. Der hätte uns bestimmt... Der hat bestimmt noch irgendwas im Petto, wenn der wiederkommt. Mit farblichen Akzenten. Ich sag ja, wenn der wiederkommt, der hat bestimmt noch ein paar Ideen, wie man das hier alles noch ein bisschen... Mit Sicherheit. Jo. Hier auch noch mal. Ja, die Wand da hinten, die brauchst du gerade groß gar nicht einfärben, weil da geht es nachher ganz woanders weiter. Wirst du dann aber sehen. Nur ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen schöner, wenn das hier wenigstens nach irgendwas ausschaut. Ja, wenn hier mal was zu Ende ist. So, wie sieht's denn aus? Wollen wir das Licht hier vorne bis vor zu der Lampe ziehen? Also, meinst du so ein Verbindungsstück dazwischen? Ja, dass wir dann hier so ein langes O haben. Oder so ein Oval. Nö, ich würde das gar nicht mal machen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlimm aus. Und auf jeden Fall hier hinten müssten wir mal eine dunkle Ecke machen. Schlimmer wäre, dass das Ding hier immer noch nicht richtig beleuchtet wird. Lampen sind schon platziert, weißt du? Ne, wie gesagt, da lass mal. Da mache ich komplett eine neue Umplanung. Das wirst du aber sehen, sobald ich hier in der Ecke meine Planung fertig habe. Warte, das Badezimmer ist doch jetzt fertig, ne? Das Badezimmer war soweit fertig. Ach ja, ich mache hier immer noch fix die Decke über Oxians Zimmer. Oh, das Badezimmer sieht geil aus. Man hat hier noch ein kleines bisschen Health Station. Da kann man sich aufladen, schön. Wo man aus Versehen beim Duschen ausgerutscht ist. Ja, erste Hilfekasten halt, ne? Von draußen erkennt man das Badezimmer auch. Interne Panzerung wird benötigt, mein Gott. Ja, momentan hapert uns wieder so ein bisschen an allen, ne? So, was nämlich jetzt wichtig ist, die Wand hier kommt raus. Die auch. Und die auch. So, warte mal, ich muss erstmal machen.
Jetzt kann ich natürlich wieder weiße Glocke reinfärben, das ist egal. Du kannst mal. Obwohl, ne, mach ich auch mal gleich schnell. Allzu viel Zeit bleibt uns jetzt auch nicht mehr. Wir sind bei 7 Minuten. Ja, deswegen ja. Bleiben wir uns noch ca. 7 Minuten. Bis wir sagen, grenzwertig Feierabend. Ich sag dann schon Bescheid. Oh. Next ist unser Timer. Aber ich glaube, nachher müsste ich dann echt mal was spachteln. Und zwar in echt, wenn ich hier mal fix an der Steckdose nuckeln. Das funktioniert im wahren Leben nicht so richtig. Nee. Zumindest habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, man kann es nicht empfehlen. Es kribbelt so komisch. Ja, ich glaube, wenn du hier an der richtigen Steckdose nuckelst, da kribbelt es nicht mehr so. Was? Dann geht's ja richtig gut hinterher. Ich habe nur mal eine Batterie probiert, da kribbelt das. Ja, also ist ja mal hier ein 9-Volt-Block oder so, da passiert nichts, aber bei 230 Volt und dann am besten noch hier eine Hightech-Sicherung, so irgendwie ein Alu-Stückchen reingeklemmt, weil die Sicherung so oft rausfliegt. Dann kribbelt das ganz schön. Ich würde sagen, wird sie gekocht. Ja, man sagt ja so, in Elektrikerkreisen, Strom macht klein, schwarz und hässlich. Hast du einen Personenschutzschalter drin? Meinst du einen FI? Ja, hast du. Ja. Ja. Machst du gleich mal den Boden hier danach? Oder nee, das können wir ja in der nächsten Folge machen, wenn wir den Boden updaten hier. Das können wir in der nächsten Folge machen, genau. Weil ich jetzt gerade suche, was ich vergessen habe. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich gerade gesucht habe, deshalb. Ach ja, Stahlplatten. Naja. Schlecht. Und interne Panzerung hast du hin? Ja, interne Panzerung habe ich ja, aber. Mir hatte was gefehlt und dann stand ich vorm Schiff und wusste nicht, was es war. Man kann sein, dass wir überhaupt keine Stahlplatten mehr haben. So gut wie keine. Deswegen wird es Zeit, dass wir entweder wieder welche herstellen. Eieieiei, das ist ja, aber ganz schön, ne? Aber so viel haben wir doch jetzt gar nicht verschrotet. Gut, wir hatten vornherein nicht mehr ganz so viele. Ich hatte da noch ein paar tausend gesehen. Ja, die habe ich ja gerade. Achso. Das letzte Stück. Die letzte Distanz, weiß ich ja. Dann Coxie in sein Zimmer auch Besen rein übernehmen kann. Damit es dann da keine Beschwerden gibt. Wenn die Bude nachher aussieht wie Sau, wenn er mal wieder auszieht. Ja, dann kriegt er aber ordentlich. Wir reißen immer noch den Tipp mit den, mit den automatischen Türen. Das Problem ist halt wirklich einfach nur. Ja, dass die auf dem Scheiß-Server nicht gehen. Und ich habe keine Ahnung warum. Naja, vielleicht weiß es ja einer der Fans. Ich habe schon vermutet, dass vielleicht in 10 Minuten die Türen dann auf und zu gehen. Ja, das wäre allerdings ein bisschen unheimlich. Ja. Allerdings wäre es auch so eine schöne Masse an Moderation, dann plötzlich so im Hintergrund Tür auf, zu, hallo. So, wir wenden uns in der Basis, ne? Nachher genau um diesen Punkt hier. Das ist dann das Central. Also das ist zumindest der zentrale Bereich von diesem Raum hier. Von hier aus geht's dann praktisch in die Richtung einmal genauso rum wie in die Richtung. Von der Größe her. Machst du dann die Gänge dann auch drei breit? Weil das Fenster ist ziemlich cool. Ja, ja, das war die Planung. Aber die hat ja. Nee, von Sachwick. Nee, weil das habe ich halt in meiner Basis auch so. Die Hauptgänge sind drei breit und das ist dann ziemlich. Ja, das ist halt der Hauptbereich, wo man dann halt, ne, sich bewegt. Eins, zwei. So, ich glaube, wir haben die 10 Minuten erreicht, oder? Noch 2 Minuten könnte man. Aha. Ich glaube, bis ihr euch wieder versammelt habt am Moderationsort. Wir können auch eine fliegende Abmoderation machen. Jo. Oh, eine nette Dame hat mir gerade was ins Ohr geflüstert. Also, Essen ist fertig. Nee, ich muss mal kurz meinen Arsch auf die Couch setzen. Haha. Zack.
das zum Ende der Aufnahme. Ja. Wenn es immer 10 Minuten länger dauert, ist ja auch nicht so tragisch. Ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich bei uns. Ja. Die letzte Folge war ja, glaube ich, 10 Minuten länger. Ja. Glaube ich. Ich bin so ja erst ja. Jo, zack. Eieieiei. Jetzt ist nur die Planung hier ein bisschen verkorkst. Oh. Wieso Planung verkorkst? Warte mal, ich muss mal was gucken. Genau, ja, das passt. Der Block kommt weg. Warum? Weil praktisch, warte mal. Wie viel? 1, 2, 3, 4. Müssen wir nicht gleich sehen? Ja, ich guck schon. 2, 3, 4. Dann kommt die Wand. Die Außenwand. Mhm. Mit Windows. Genau, und dann kommt hier nämlich eine große Außenwand. Ich muss nur mal gucken, wie genau wir die planen. Ach, da meinst du, dass dann hier in der Ecke kein kleiner Raum entsteht oder so, sondern ist das ein komplettes großes Räumlein ist hier, sag ich mal. Genau. Achso, ich dachte hier in der Ecke machst du noch ein Besucherzimmer oder so ein Spaß. Nee, die Besucherzimmer kommen woanders hin. Die Frage ist nur, wie wir das hier ordentlich abschließen, weißt du? Diese Schrägen und so. Naja gut, ich würde aber eigentlich fast sagen, da halten wir hier die Schrägen bei und machen dann einfach hinter der Ecke nichts. Also. Weil jetzt oder wir machen den Fußboden nur bis zu einer gewissen Basis und machen dann hier einen anderen Boden rein. Ich hätte jetzt gesagt, hier zack, zack, zack. Dann hier die normale Wand. Alles, was dann dahinter ist, ja. Ja, ich würde das nämlich so machen. Das will ich hier. Warte mal. Zack. Wir nehmen einfach den Cornerblock, den mittleren, hier. Den davon in jede Richtung ab. Und dann passt das auch eigentlich auch. So, meine innere Uhr sagt, Zeit ist um, die du vorgegeben hast. Aha. Und meine Fantasie sagt, ich begreif's gerade nicht, was du mir hier zeigst. Ich hab selber gerade meine Probleme, warte mal. Okay. Das beruhigt mich ja. Nee, bis zu diesen Blöcken hier geht der normale Fußboden. Und hier hinten kommt so eine etwas dickere, sag ich mal, Panzerung. Dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das ein bisschen... Meinst du, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir die Ecke hier wieder so schön verglasen, wie vorne dein Büro ist? Ja, dann müssen wir hier nur... Warte, bei meinem Büro habe ich das so gemacht. Da habe ich immer die Dinger hier alle rausgenommen. Immer die... Ach, wir machen das wie bei meinem Büro. Fertig. Ja, halt gegen Optik und Symmetrik, weil da ist dann hier das Glas auch nochmal rumgezogen. Ich setze schon mal den Fußboden. Es geht ja aber auch darum, dass wir da nicht zu weit an den Rand kommen, ne, die Basis. Weil sonst haben wir so unheimlich viel zu tun nachher. Naja, also ich schätze mal, die Blockreihe, die werden wir hier ja noch hinkriegen, oder? Also. Nein, wenn du mal guckst nach unten, die müssen das ja alles in den Boden fahren kann, ne? Irgendwo. Mhm. Na, wenn nicht, bauen wir halt ein paar Stützstreben drunter oder sowas und dann lassen wir die Basis gar nicht bis zum Boden gehen, geht ja auch. Mal auf der Ecke dann hier das ein bisschen höher lassen und ein paar schöne Streben bauen. Allgemein könnte man wirklich mal die ganze Basis so nach unten ein bisschen verkleiden. Ja, das wird nämlich langsamer Zeit. Dass sie nicht so aussieht wie halb fertig. Ja, das Problem ist, sie ist nur halb fertig. Ja. Wenn überhaupt. Und der Raum, der hier drunter ist, der muss ja generell erstmal gebaut werden.
Mir fehlt ganz ehrlich noch die Funktion, dass du diese Streckenplatte hier aneinander kleben kannst, weißt du? Also, dass du sie aneinander setzen kannst. Wir haben hier ein kleines Problem. Ja? Out of Schwerkraft. Woher? Bist du hier noch Schwerkraft? Ja, dann geh mal einen Schritt nach links. Oh, kein Problem. Kein Problem. Warte mal, hier drunter kommt sowieso ein neuer Gravitationsfeldgenerator. Ich weiß auch schon genau, wo ich den einplane. Na, theoretisch bräuchten wir den einen Generator, wenn da die Basis aufhört, nur eins nach links versetzen. Ja, aber dann hast du das ein Problem auf der anderen Seite. Weißt du? Ich weiß ja nicht warum. Man kann sich ja angeblich auch irgendwie die Gravitationsfelder anzeigen lassen. Aber irgendwie funktioniert das bei mir hier nicht so wirklich. Ja, im Survival. Nee, Quatsch. Hätte ich beinahe. Warte mal. Wildes Tasten. War das irgendwas mit F11 oder F10? Nee, bei Info, Show Gravity Range. Wollen wir mal sehen. Aber das geht bei mir hier nicht. Okay. Immer nix. Genau, das ist es nicht. Aber ist ja auch erstmal egal, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Kann aber durchaus sein, dass eine Funktion ist für Creative. Ja, das kannst du haben, ja. Ja, komm, wir haben die schönste Basis bis jetzt. Ja. Zumindest die schönste Sitzecke. Ja. Zumindest für unsere Abmoderation. Definitiv, ja. Und den schönsten Medi-Room, die schönsten Quartiere. Wir haben einfach die schönste Basis. Ich behaupte das jetzt ganz einfach. Fertig. Genau. Das ist ein All-Inclusive. Wenn jemand widersprechen will, dann soll er herkommen und selber mitbauen. Schlecht. Dann soll er mit Taten widersprechen, nicht mit Worten. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, ja, Frankie, möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße mal wieder alle, die mich kennen, nicht kennen und gerne mal gegrüßt werden wollen. Die Community, Yoshi, unsere Mitarbeiter, die Frauen unserer Mitarbeiter. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich hab keinen. Ja, Nexus, du noch? Ich grüße euch natürlich, die Community, die Familie, Kollegen, Yoshi, dein Hund, deine Frau. Ja, sonst würde ich mal sagen, grüßen wir natürlich ganz normal Freunde, Fans, Familie, Community, Mitarbeiter und natürlich unseren Yoshi. Ja, weiteres gehen zu sagen, wir bauen hier dann in der nächsten Folge weiter. Das ist momentan so unser mehr oder weniger Großprojekt, dass wir hier oben mal wirklich radikal Verschönerung machen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao. Ciao. Tschüss.